Hallo, in diesem Video möchte ich den A-Star-Suchalgorithmus erklären. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich noch schnell eine kleine Werbung einbauen für dieses Video von Computerfile, was mir sehr geholfen hat. Also für alle, die auch Englisch sprechen können, denen kann ich das Video empfehlen. Besonders wenn ihr nicht versteht, was ich jetzt erzählen werde. So, aber das nur am Rande. Wir fangen mal so mit den Basics an. Es gibt ja verschiedene Suchalgorithmen und es geht immer darum, wir wollen von einem Startknoten zu einem Ziel- oder Endknoten kommen. Und dazwischen gibt es ganz viele kleine Knoten. Und die sind natürlich verbunden hier irgendwie. So. Und dann gibt es ja auch immer noch die Kostenfunktionen, die uns sagen, wie teuer ist der Weg. Zum Beispiel, wie viel Geld muss man für den Weg bezahlen oder wie viele Kilometer muss man auf der Strecke fahren. Wenn man jetzt von Straßen spricht, dann sagen wir, das ist halt sehr schnell hier und das ist halt nicht so schnell. Also das sollte eigentlich klar sein, was unsere Kostenfunktion ist oder was das heißt. Wir haben Kosten auf dem Weg. Und es gibt aber noch einen anderen Faktor, nicht nur die tatsächlichen Kosten, die der Weg hat, sondern es gibt auch noch geschätzte Kosten. Also da ist mal irgendjemand hingegangen und hat gesagt, naja, wenn wir hier sind, brauchen wir noch ungefähr, weiß nicht, 7 Minuten bis zum Ziel. Und der ist ja ungefähr gleich weit weg, der ist auch noch 7. Und hier brauchen wir auch noch ungefähr 7 Minuten bis zum Ziel. Wie kam das raus? Vielleicht hat jemand eine Luftmessung durchgeführt, um von der Stadt zur Zielstadt zu kommen. Also einfach Lineal auf die Karte gelegt und gesagt, ach guck mal, die sind ja alle gleich weit weg. Und dann kam er auch auf die Idee und hat die hier auch gemessen und hat gesagt, ach guck mal hier, der ist ungefähr 5 Minuten entfernt und der ist ungefähr 5 Minuten entfernt. Das sind also geschätzte Kosten. Ich mache die Linie wieder weg hier. Und man sieht schon, die sind ja gar nicht unbedingt so realistisch, weil ja zum Beispiel die 7, da müsste man ja erst hier nach unten gehen, um dann weiterzukommen. Hier fehlen übrigens auch Fahrtkosten, stehe ich fest, so. Und damit war der Satz zu Ende, Stimme geht runter, Punkt. So, das heißt, wir haben jetzt diese zwei Kosten. Wir haben einmal die normalen Kosten und die geschätzten Kosten. Und es gibt jetzt verschiedene Algorithmen. Der eine nimmt halt nur die normalen Kosten, die tatsächlichen Kosten. Der andere Algorithmus nimmt halt nur die geschätzten Kosten und der interessiert sich nicht für die schwarzen Zahlen. Und dann gibt es noch verschiedene Algorithmen, je nachdem, welche man nimmt, die schwarzen oder die blauen Zahlen. Und dann, wie werden sie sortiert? Werden sie sortiert? Also da gibt es verschiedene Varianten. Und der A-Star-Algorithmus, der ist eben eine Variante daraus. Der benutzt beide Zahlen, der benutzt die tatsächlichen Wege hier. Und der benutzt auch unsere geschätzten Wege hier. Übrigens, wenn man jetzt in irgendwelchen Büchern guckt und dann steht da meistens sowas wie H, zum Beispiel H, wenn das jetzt der Knoten A hier ist, dann ist der H vom Knoten A meistens noch mit so einem Dach, ist dann 7. Das ist der heuristische Wert vom Knoten A bis zum Zielknoten, der auf 7 geschätzt wird. Und weil er heuristisch ist und nicht der tatsächliche Weg ist dieses Dach drüber. Das ist immer noch mal dieses ungefähr oder wir wissen es nicht genau Zeichen. Und weil wir gerade dabei sind zum Thema Schreibweise, ich will da gar nicht näher drauf eingehen eigentlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch hätten G, A, dann ist das 1. Also G beschreibt häufig in den Büchern diesen einzelnen Fahrtweg. Oder wir könnten auch noch sagen, G nach, sagen wir mal, hier oben ist B. G nach B über A ist dann 7. Also das sind so drei Schreibweisen. Achso, und F, ja, lassen wir weg. Das sind so die Schreibweisen, die man in den Büchern findet. Lasst euch davon nicht verwirren. Aber jetzt geht's mal ans Eingemachte. Jetzt holen wir uns mal hier diesen etwas komplizierteren Graph. Ja, sehr schweres Wort. Und wir haben wieder unsere geschätzten Kosten in blau und unsere Wegekosten in schwarz. Damit wir auch arbeiten können, machen wir das mal da oben hin. Und ich will unsere Verarbeitung in zwei Formen darstellen. Einmal als Baumgraph und einmal als in Listenform. Oder in, ich sag mal lieber Mengenform, das ist ein bisschen einfacher zu zeichnen. Wir haben also eine Menge, die nennen wir mal gecheckt. Da kommen alle Graphen, ja. Da kommen alle Knoten rein, die wir jetzt schon überprüft haben. So. Und wir haben noch eine zweite Liste bzw. eine zweite Menge, wo alle unsere Knoten reinkommen, die wir noch nicht geprüft haben, die wir noch prüfen müssen. So. Und der Platz reicht garantiert nicht aus. Okay, wir fangen an mit unserem Graphen. Wieso eigentlich Graph? Also wir fangen an mit unserem Knoten S. So. Der kommt auch hier rein. Der hat die Streckenlänge 0. Und auch die heuristischen Knoten, auch die geschätzten. Die heuristischen Knoten. Die heuristischen Kosten. Ich habe es heute echt nicht gut mit Sprechen. Also die geschätzten Kosten und die tatsächlichen Kosten sind beide auf 0. Bäm. So, jetzt gucken wir uns an, was hat der denn sonst noch für Knoten? Der zeigt also auf den Knoten A und auf den Knoten B. So, und zum Knoten A haben wir eine
Wegstrecke von 2 und zum Knoten B eine Wegstrecke von 7. Ich male das hier mal bewusst an die Knoten dran. Also an die Äste, nicht Knoten. So, und dann haben wir die geschätzten Kosten von 7 am Knoten A und die geschätzten Kosten von 1 am Knoten B. 7 am Knoten A, 1 am Knoten B. So, und jetzt haben wir alle Knoten, die von S, zu denen S zeigt, haben wir geprüft. Deswegen kann jetzt S von hier nach drüben. So, schwupps. Okay, jetzt kommt der erste wichtige Punkt, und zwar, welchen Knoten nehmen wir jetzt als erstes? Wir nehmen als erstes den mit den gesamtniedrigsten Kosten. Dazu addieren wir beide Kosten. Das heißt, das hier werden 8 und das hier werden 9. B mit 8 sieht hier vielversprechender aus, also werden wir als nächstes den Knoten B betrachten. Wir gucken uns also an, wo zeigt B hin? Nach A, nicht nach F, weil da kommt der Pfeil von unten, nach A, nach C und nach H. Jetzt schreiben wir mal die Fahrtkosten dran. A, ich lasse das mal mit der Liste weg. Es ist ein bisschen einfacher, jetzt erstmal hier oben zu arbeiten, weil A schon drin steht. Wir haben also erstmal H gefunden. Fahrtkosten 3. Hier hatten wir Fahrtkosten 7 nach B. Deswegen schreiben wir jetzt hier als Fahrtkosten 10 dran. So, als nächstes finden wir C. Fahrtkosten 4. Und nach B hatten wir Fahrtkosten 7. C hat also Fahrtkosten von 11. So, jetzt finden wir A. A hat die Fahrtkosten 1 plus 7, weil es über B kommt, das heißt 8. Außerdem schreiben wir noch die geschätzten Kosten dran. Von A haben wir 3, von C haben wir 4 und von A haben wir 7. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, bleibt das A oder bleibt das A? Das entscheiden wir, indem wir diese Kosten hier mit diesen vergleichen. Hier sind wir bei 9. Und hier sind wir bei viel mehr als 9. Also können wir sagen, dieser Knoten hier ist nicht vielversprechend, den können wir direkt rauskicken. Dann mache ich das mal wieder weg hier. So. Und jetzt tragen wir mal in die Liste nach. Aufgrund des Platzes mache ich das mal so. Also es ist eher eine Menge statt eine Liste. So, und wieder selbes Spiel. Beziehungsweise bevor wir dasselbe Spiel machen, müssen wir erstmal unseren Knoten B hier rüber transportieren. Schwupps, ging das schnell. So, jetzt aber selbes Spiel. Wir gucken uns an, welcher Knoten hat jetzt die insgesamt wenigsten Kosten? Und dann stellen wir fest, wir haben hier 13, hier haben wir 15, hier haben wir 9. Also sollten wir am besten als nächstes den Knoten A prüfen. Ich mache mal hier so einen. Den prüfen wir jetzt. Und wir stellen fest, der Knoten A ist mit F und E verbunden. Und wieder selbes Spiel. Nach E haben wir 2, über A kommen wir, das heißt 2, also diese 2 plus nach E 2 haben wir also Fahrtkosten 4 und nach F, weil wir da 3er Fahrtkosten haben, haben wir die Fahrtkosten 5. Die 2 plus diese 3. Und wir können die auch direkt schon hier eintragen, sofern wir noch ein bisschen Platz haben. Es wird echt schwierig jetzt. F hatten wir 5 und E hatten wir 4. E hat die geschätzten Kosten von 5 und F hat die geschätzten Kosten von 6. Und so geht das Spiel jetzt einfach immer weiter, bis wir irgendwann, nicht bis wir irgendwann G gefunden haben, da muss man aufpassen, sondern bis G irgendwann der schnellste Pfad geworden ist. Ich mache das jetzt einfach mal so weit ohne Erklärung im Schnelldurchlauf weiter. A ist fertig, nächster. 15, 9, 13, 11. 9 gewinnt. E hat überhaupt keine Knoten, kommt nirgends hin, fertig. Wieder 15, 13, 11. 11 gewinnt. F kommt nach E und nach B. So, jetzt müssen wir nochmal erklären. Wir haben wieder E. Das heißt, wir müssen wieder aufpassen, machen wir es neu rein, machen wir es nicht neu rein. Und wir stellen fest, wir vergleichen jetzt hier die Werte und stellen fest, guck mal, der hat 9 nach E und der hat 12 nach E. Das heißt, der braucht natürlich länger, ist weniger vielversprechend, der kommt einfach weg. Jetzt gibt es aber Algorithmen, auch wie zum Beispiel heute auf der Wikipedia stand es da, vielleicht ändert es jemand irgendwann mal. Es gibt auch Algorithmen, die sagen, wenn ein Knoten schon gecheckt ist, dann wird der überhaupt nicht mehr geupdatet. Das ist eine Variante, die man im A-Star-Algorithmus so nehmen kann. Das macht dann Sinn, wenn diese geschätzten Werte relativ gut geschätzt sind und alle Richtung Ziel kleiner werden. Aber ich mache jetzt hier mal die allgemeine Variante und sage, wir müssen auf jeden Fall prüfen, welcher ist der bessere und gesetzt den Fall, dieser hier wäre der bessere gewesen. Ich sage es nur schon mal vorweg. Dann müssten wir diesen E-Knoten wieder zurück in die noch offene Liste machen und nachher nochmal checken. Aber weiter im Text. nach C macht 10, 3 nach H macht 9,
Geschätzte Kosten 4 und 3. Jetzt müssen wir wieder vergleichen. 14 vergleichen wir mit 15. Das heißt, der fliegt raus. Und 12 vergleichen wir mit 13. Also der fliegt raus. Und wir machen ein Update auf die bereits vorhandenen Knoten, die noch nicht gecheckt sind. Oh, und ich habe es nicht gemerkt. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe es nicht gemerkt. Aber es verändert zum Glück nichts an unserem Endergebnis. Das B und das B, es ist ja dasselbe. Also, das war ja schon da. Jetzt ist aber so, dieses B ist ja schneller. Also, das hat ja nur 7, das hat ja 8. Und deswegen fliegt natürlich diese Information hier raus. Und dieses B fliegt schon raus. Das heißt, die Frage mit C und H interessiert uns schon gar nicht mehr. Zumindest nicht hier oben an der Stelle. Jedenfalls, damit ist dann B auch fertig und wir können es nach rechts schieben. So, H hat Gesamtkosten von 12, ist besser. Also gucken wir uns H an, geht nach I und nach G. Und weil uns der Platz ausgeht, machen wir das mal hier. Geht nach I und nach G, was ein bisschen aussieht wie ein S. So, die Knotenpunkte. Okay, ich weiß nicht, was das für ein Wort sein sollte. Die kosten 14, weil 9 und 5. Und 9 und 12 landen wir bei 21. Geschätzte Kosten 2 für I und für G ist unser Zielknoten. Nochmal aufpassen, geschätzte Kosten 0. Jetzt der Nachtrag in der Liste. Damit ist H fertig gecheckt und wir können es hier rechts reinschreiben. So, jetzt aufpassen, wir haben G gefunden, aber G hat die Gesamtkosten 21, C hat die Gesamtkosten 14. Ja gut, und I ist halt langsamer. Deswegen gucken wir uns als nächstes C an und beenden den Algorithmus noch nicht. Der nächste Knoten ist D mit 14. So, wir haben wieder I zweimal gefunden, stellen fest, das hier oben ist langsamer, streichen wir raus und update in unserer Liste. So, jetzt D auch fertig. Als nächstes checken wir I, weil I wieder weniger als G hat. Hat die Fahrtkosten 20, nämlich die 13 plus die 7 und wieder die geschätzten Kosten 0. Damit ist unser I fertig, aber, also ich habe es jetzt mal so gemacht, wir hätten natürlich, bevor wir I rüberschieben müssten, rübergeschoben haben, schon checken müssen, kommt das überhaupt in unsere Liste, welches von den beiden Knoten, welchen beachten wir denn? Und wir stellen fest, die 21 ist ja viel mehr als die 20, also fliegt der hier raus. Und machen ein Update auf den. Der Grund, weshalb ich jetzt erst I verschoben habe, war, weil ich im Kopf schon so weit war, naja, wir sind ja dann gleich am Ende. Also eine Entschuldigung dafür, ich hoffe, es hat nicht zu sehr verwirrt. So, und jetzt, wir machen das, was wir immer machen. Wir nehmen den nächsten Knoten. Der die geringsten Kosten hat, der die geringsten Gesamtkosten hat, das ist zufällig der Knoten G. Und wenn der Knoten, den wir als nächstes bearbeiten, der Knoten G ist, dann terminiert der Algorithmus. Und wir haben unseren Weg gefunden. Der da lautet S, A, F, B, C, D, I, G. Oder hier S, A, F, B, C, D, I, G. Und damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr verwirrt hat. Gerade die Sache mit dem B hier, dass das mir nicht aufgefallen ist, tut mir echt leid. Wie gesagt, wenn ihr es doch nicht verstanden habt bei Fragen oder sowas, in die Kommentare oder guckt euch einfach das Numberphile-Video vielleicht mal an. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen.